Profil des Trottpenix ist da und ja, das ist gar nicht mal schlecht. Vor allem hat er die Sonderregel Flurry of Blows. Das heißt, wenn er mindestens eine Nahkampfattacke gemacht hat, kann er noch eine machen, ohne dass es eine AP kostet, aber mit minus 1 Mili. Erstmal die reguläre. Er hat Mili 6 gegen Sallys Mili von 5. Machst du den Trock? Ja. Oh, eine 7. Die zur 8 wird gegen eine... Das ist eine Kippe, ne? Gegen eine Kippe. Gegen eine 3. Okay, er trifft sie. Er hat eine Stärke von 6 gegen ihre Defense von 7. Sie hat eine 6. Also okay, es ist hier nichts passiert. Da er Flurry of Blows hat, haut er jetzt direkt nochmal zu mit minus 1 Mili. Das heißt, er hat auch nur noch Mili 5, so wie Sally. Eine 7 bleibt eine 7. Gegen Crit, nicht getroffen. Bratpfanne funktioniert. Okay, hier hatten wir noch nicht die Nahkampfangriffe, oder? Nee, wir haben direkt den Trock gezogen. Das heißt, Zombies konnten nicht weiter aufrücken, weil ja zwei gebunden sind und er bleibt hier wegen Herdenbewusstsein oder so, würde ich sagen. Das heißt, zwei Zombies hauen auf den Bernd. Der erste Zombie hat, also der Herr Pfeiffer hat wieder eins dazu. Ich habe den hellblauen mit einem Zombie diesmal. Eine 7 gegen eine 1. Der Zombie trifft. Aber nur Stärke 5 gegen Defense 7. Oh, eine 7. Okay, gegen eine 7. Der zweite Zombie haut zu. Hat eine 7 gegen eine 8. Trifft nicht. Bernd ist inzwischen geübt. Der andere macht nichts. Der dahinter macht nichts, genau. Der kann nicht schaden und der hat mir gesagt, der bewegt sich da auch jetzt gerade. Aktiviere ich den Bernd? Nein. Das ist eine nur. 4. Gegen den Zombie mit einer 4, das heißt, du triffst, weil du plus 1 hast. Bei höherer Mili-Wert. Okay, das wird nichts, weil eine 1 habe ich auch mindestens, also nicht verwundet. Willst du Fusi noch machen? Erfolgreich aktiviert. So, jetzt könnte man echt überlegen, ob sie da auf Hold bleibt oder ob sie wirklich rumgeht und versucht gleich zu schießen. In den Rücken, aber der ist im Nahkampf. Nee, die bleibt auf Hold. Okay, falls sie da durchkommen, dass sie dann bursten kann. Ja. Das heißt, die beiden sind bewegt, jetzt geht's hier drum. Was ist mit King? Ja, ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge. Das Problem ist, so scheiße, wie die Sally da steht, kann der King, glaube ich, auch gar nicht dahin und ihr helfen. Ja, vor allen Dingen ist er noch abgelenkt. Weißt du immer noch, obwohl der Riesentyp da gerade durch die Tür gekommen ist? Junge, der hat ja auch gerade voll die schwere Gehirnerschütterung. Der checkt auch überhaupt nicht. Okay, also ungerade, er versucht die Jukebox zu aktivieren. Natürlich versucht er die Jukebox zu aktivieren. Also wie viele Aktivierungen hat er? Zwei natürlich. Erste Aktion. Er versucht den On-Knopf zu drücken. Auf die Elvis-Platte. Auf die Elvis-Platte, genau. Metal-Wert, ja, mit einer 7 plus schafft das locker. Also Elvis startet. Elvis läuft, erste Aktion ist verbraucht. Zweite Aktion ist... Dancen oder umpositionieren? Dancen oder checken, dass es losgeht. Er danced. Ja, weil ungerade jetzt ja. Immer das war. Auf seinen Metal-Wert danzt er gut oder danzt schlecht, legt sich dabei aufs Maul und tut sich dabei sehr wahrscheinlich weh. Weil Gehirnerschüsse rum und... Oder fällt aus dem Fenster, weil er ist ein bisschen benommen. Gegen Metal, 5 plus, also er hat den Test geschafft, das heißt, er dancet gut. Ja, er dancet also gut. Er geht da voll ab, aber das ist auch nicht so schlimm. Vielleicht bemerkt er auch schon, dass es hier abgeht, aber vielleicht ist es ihm auch egal. Eigentlich hat er auch eine Knarre, aber naja. So, Sally noch. Sally wird aktiviert auf die 5 plus. Ja, ein Nahkampfangriff gegen Mili 6, sie hat nur Mili 5. Das heißt, du, wenn du den Trockkönig machst, kriegst plus 1. Eine 5 gegen Crit trifft nicht, zweite Attacke. Eine 9 gegen Crit trifft nicht, der Trockkönig steht. Ja, und damit sind erneut alle aktiviert. Elvis läuft auf der Jukebox, aber der King hat Spaß. Die Zombies sind dran, ne? Fangen wir mit dem Trock an. Gucken wir, ob er ein oder zwei Aktivierungen hat. Natürlich zwei. Drei Crits in Folge für den. Haut auf die Sally drauf, er kriegt plus 1. Eine 8 wird zu 9. Sally hat eine 1. Sie wird getroffen. Er hat Stärke 6 gegen Defense 7. Sally hat eine 4, wird zur 5. Er hat eine 9. Und damit hat er sie umgehauen. Sally ist tot. Denn sie hatte nur noch einen Lebenspunkt. Und stirbt. Das war seine erste Aktion. Das heißt, er könnte direkt reinchargen in den Elvis.
Das ist richtig, das war die erste Aktion. Ja, dann geht er und natürlich. Und dann hat er noch durch Flurry of. Nochmal zweimal Zorn. Also einmal durch den Charge und einmal durch Flurry of Blows. Hast du recht. Das heißt, zweite Aktion Charge. Er schlägt damit zu mit einer 2, die. Moment, er hat nur 4 gegen 6. Also er hat 2 besser, er kriegt plus 2. Also ist das im Prinzip eine 4, die da liegt, gegen den King mit einer 1. Er trifft den King. Er hat Stärke 6 gegen Widerstand, also Defense 6 vom King. Der King hat einen Crit. Er hat nur eine 1. Das heißt, dem King ist nichts passiert. Aber jetzt kommt Flurry of Blows. Jetzt nur noch plus 1, weil der Melee schlechter wird. Der King hat eine 7. Du hast eine 9, triffst den King. Stärke 6 gegen Defense 6. Der King hat eine 8. 8 gegen 8 ist gleich. Also nichts passiert. Der King steht. Du bist eine geile Dance. Ja, richtig. Da passiert ihm gar nichts. So, die Zombies hauen auf Bernd. Der erste Zombie. Das ist Bernd mit einer 3, die zur 4 wird. Der Zombie hat eine 1. Passiert nichts. Der zweite Zombie hat eine 8 gegen eine 8. Passiert nichts. Das heißt, und der dritte Zombie steht wieder dahinter, kann nichts machen. Die beiden haben geschlagen. Er steht nur da. Das heißt, die Überlebenden sind wieder dran, ne? Oder ja. Es sind ja nicht nur Überlebende, sind ja nicht bei Walking Dead, es sind Wastelander. Keine Ahnung. Okay, was machen wir denn zuerst? Bernd. Okay, Bernd fängt an wie immer. Boah, scheiße, ist jetzt endlich so Runde schon. 7 gegen Zombie. Crit, trifft nicht. Dann machen wir den King. Ob er aktiviert wird? Ja. Dann haut er natürlich. Also, er denkt natürlich nicht mehr, weil er ist im Nahkampf. Nee, das hat er jetzt verstanden irgendwie, ja. Er haut zu. Der Trockkönig hat plus 2. Der King hat eine 3. Der Trock hat eine 7. Wird nicht getroffen. Zweite Aktion, Nahkampfangriff. Eine 7 gegen eine 10. Also, nichts passiert. Ich glaube, was Besseres wäre aber auch nicht gegangen, weil versuchen aus dem Nahkampf zu lösen, der hat eine höhere Movement, der Trocking, der wird ihm sowieso nachgekommen. Okay, dann haben wir noch Fusi. Was macht sie? Sie hätte nur eine Aktion, aber was macht sie? Ja, dadurch kann sie keinen Hold mehr machen, deswegen fängt sie an zu laufen. Jetzt verpisst sie sich. Ja, weil sie sieht, Bernd kommt da irgendwie nicht durch mit seiner Axt. Ja. Hört man eigentlich noch irgendwas von Hans Folter? Läuft wohl nicht so wie du hässliche Schabracke bis Blatt. Wie sieht er das? Er spürt es. Er hat dem Trotzkönig so eine USB-Kamera, also eine Funkkamera als Auge eingebaut. Sehr geil. Und kann das richtig, alles so mit seiner Tasche, da hat er so einen kleinen Monitor drin. Kann das, kann das alles sehen. Was da abgeht, alles so in grün-schwarz nur. Ja, 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 klar, sicher. Ja. Aber wundert sich auch, was das für ein komischer Klon da ist, der da immer so am Rumdancen ist. Ja. Ja, ja. Aber läuft. Gut, das heißt, die Überlebenden waren dran. Die Zombies und Trocks sind wieder dran. Der Trockkönig. Möchtest du den Trockkönig machen? Ja. Erfolgreich aktiviert, ja, mit einer 8 locker. Haut auf den King. Der Trockkönig kriegt plus 2. 4 ist praktisch eine 6 gegen eine 6. Nichts passiert. Zweite Attacke. Eine 3 wird zur 5 gegen eine 3. Trifft den King. 6 gegen 6, 6. Stärke gegen Defense. 4 gegen 4. Passiert nichts. Jetzt noch die Flurry of Blows Attacke. Da kriegst du nur plus 1. Das heißt, die 3 wird zur 4. Gegen eine 7 den King. Passiert nichts. Dance Moves funktionieren. Ja, und die beiden Zombies, die haben ja jeder nur eine Aktivierung. Der erste, Bernd hat eine 6, der Zombie hat eine 8, plus trifft 3, ihn. Nee, plus 1 hast du nur, weil der eine im Basement ist. Ja. Also er trifft ihn, Stärke 5 vom Zombie gegen Defense, okay, kann er dir nichts tun. Der zweite Zombie, oh, mit dem Crit, der ist ausgeglichen, passiert nichts. Das heißt, die Überlebenden sind dran. Ja. Komm, Bernd fängt wieder an, so wie die ganze Zeit, oder? Nein, wieder nur eine immer Aktion. Schlechter. Ja, die Kondition lässt langsam nach. Ja, wird die Axt doch schwer. Aber eine 9. Der Zombie hat eine 2. Wird also getroffen. 7 gegen 7. 3 gegen Crit. Nix. Der King aktiviert erfolgreich. Haut zweimal zu. Beim ersten. Oder Moment, stopp. Haut er zweimal zu oder versucht er abhauen, damit sie bürsten kann? Okay. Das heißt, er haut einmal zu. Der König kriegt plus 2, aber es ist ein Crit. Also er müsste einen Crit haben, um zu kontern, schafft er nicht. Der King trifft mit Stärke 5 oder 6? Stärke 5. Aber er hat ein Light Weapon, die Gitarre. Also Stärke 6. 6 gegen Defense 7.
Eine 4 gegen eine 1. Er verwundet den Trockkönig. Geil. Nur noch ein Lebenspunkt beim Trockkönig, denn der hat 2 Wounds. Fett. Und der King hat noch eine Attacke. Boah, wenn der den jetzt wegmacht, hat, dann ist so alles geil. Wieder. Das ist alles wieder gut. Oh. Eine 7 gegen eine 1. Er ja. trifft ihn. Komm, jetzt mach, Junge. Schade, ausgeglichen, nee. Weil Stärke ja, 6 gegen nee, sogar besser für dich. Fuck, okay, aber der Trockkönig hat nur noch einen Lebenspunkt. Und Fuzzy ist noch dran. Aktiviert erfolgreich oder chargen? Einmal Move, einmal Charge, ja, oder? Und dann kriegt er nämlich gleich einen Plus auf Melee-Wert. Ja, zack, zack. Gecharged und mit dem Chargen Angriff. Fuzzy hat Melee von 4. Und hat auch ein Light Weapon, das heißt, sie hat auch gleich Stärke 6. Also 4 ist eine 5, weil, weil der King noch im Base-Kontakt ist. Also die 5 gegen Jirks, du machst Fuzzy, ne? Ja. Fuzzy hat eine 7, hier gibt es plus 1. Scheiße. Okay, nicht geschafft. Ja. Das heißt, die Wastelander haben sich bewegt und das Haus des Grauens, wie haben wir es genannt? Das Schlachthaus des Grauens ist dran. Er ist Trockkönig? Ja. Aktivieren. Ist ja. erfolgreich aktiviert. Okay, und jetzt müssen wir gucken, wen er angreift. Ungerade ist Fuzzy. Zum Glück okay, ist Fuzzy. Weil sie 2 Lebenspunkte hat. Das heißt, du machst Fuzzy, ne? Ja. Er hat nur plus 1. Er hat eine 4, die zur 5 wird. Gegen eine 9, trifft nicht. Nochmal auswürfeln, wen er angreift. Jetzt diesmal ist es der King. Ja. Er kriegt trotzdem wieder nur plus 1. Ausgewöhnlich. Ja, ausgewöhnlich, immer mit dem Crit sogar. Das heißt, er hat im Prinzip nichts geschafft, hat einmal nach hinten, einmal nach vorne gehauen, aber nichts getroffen. Jetzt geht es noch um die Zombies. Der erste Zombie hat, also Pfeiffer hat plus 1, hat eine 2 gegen eine 4, also 5, passiert nichts. Der zweite Zombie eine 2 gegen ein Crit. Passiert nichts, okay. Das heißt, eine relativ ereignislose Runde, aber jetzt gerade eine gute Position für uns. Wir müssen nur gucken, dass wir den nicht mal kaputt kloppen. Ich starte mit Bernd. Boah, voll Junge. Er haut zu mit einem Crit, sofern das nicht hier auch ein Crit ist. Nein, hat er getroffen. Sofern das nicht ein Crit ist, nö, ist ein Zombie ist weg. Bam. Das heißt, nur noch 2 Zombies da. Ich mach direkt Fuzzy, ja? Ja, klar. Erfolgreich aktiviert. Erste Attacke. Der Trockkönig kriegt plus 1. Okay, ist im Prinzip, nee, trifft nicht, weil das wird zu, ist kein Crit, aber wird zu 10 gegen eine 2. Zweite Attacke. 1 gegen 5 geht nicht. Das heißt, der King kann es vielleicht noch richten. Er versucht zu aktivieren. Nicht erfolgreich. Er haut zu. Nimmt noch 9. Der Trockkönig kriegt plus. Aber sogar plus 2, aber es reicht. Also, er wird getroffen. 6 gegen 6. Jetzt zählt's. Komm, Junge. Eine 5 gegen eine 5. Scheiße. Nix. Scheiße. Boah, der King, der dreht zwar auf, aber das reicht nicht. Vielleicht läuft gerade der falsche Song. One for the money. Okay. Ihr seht, der zweite Zombie charged. Einmal müssen wir den Trockkönig machen. Ja. Erfolgreich aktivieren oder nicht? Ja, mit einem Crit. Wir würfen wieder aus, wen er angreift. Gerade Fuzzy. Oh. Den King. Ja. Der Trock kriegt plus 1, 7 wird zu 8 gegen Crit. Nichts passiert. Zweite gucken. Fuzzy. Genau, diesmal Fuzzy. Eine 2 gegen eine 4. Moment, der Trockkönig hat Melee 6. Wir was nur. Wir haben auch Melee 6. Fuzzy hat 4, also was zu 5 wird. Ja, okay, aber dann reicht es ja. Also reicht es für Fuzzy, weil das nur zu 3 wird. Ne? Das heißt, der Trockkönig hat wieder nichts geschafft. Jetzt geht es noch um die beiden Zombies. Der erste Zombie. Eine 4 gegen eine 3, die zur 4 wird. Wegen dem plus 1, nichts passiert. Der zweite Zombie. Eine 9 gegen eine 6, die zu 7 wird. Das heißt, der Zombie trifft. Stärke 5 gegen Defense 7, plus 2 beim Pfeife, eine 4 beim Zombie. Ich glaube, der verkackt jetzt. Wenn du nur eine 2 wirfst, hast du schon geschafft. Ja, weil... Ja. Locker. Das mal gleich zur Aktivierung. Okay, erfolgreich verteidigt. Die Wastelander sind dran. Wieder Bernd? Bernd. Jawoll, er ist wieder da. Und jetzt komm, hau die Weide weg. Nee. Eine 1 wird zu 2 gegen... Eine 8. Nein. Zweite Attacke. Eine 7 wird zur 8 gegen eine 1. Trifft. 7 gegen 7.
7 gegen Chris. Nix. Dann macht doch Fussi auch wieder direkt. Aktiviert nicht erfolgreich. Eine Aktion. Haut zu mit. Okay, kann sie nicht verwunden. Obwohl es 1 gegen. Ja, nee, weil er kriegt ja plus 1, der Tropfe nicht. Also, der King aktiviert erfolgreich. Er haut zweimal zu. Das erste Mal mit einer 9 gegen eine 7, die zur 8 wird, reicht. Er trifft ihn. 6 nee, Moment. 6. Er hat plus. Nein, ist richtig. Wegen dem Base-Kontakt. Stärke 6 gegen Defense 6. Der King hat eine 4 gegen einen Crit. Die zweite Attacke. Eine 8 gegen eine 5. Er trifft. 6 gegen 6. Der King hat eine 7 gegen... Yeah, Junge, der Trock ist tot. Der Trockkönig ist tot. Und der King hat's geregelt. Ja, und der Dance auch direkt sofort wieder weiter. Ja, Sieger, der geht jetzt sofort hier so... Bam! Fussi steht dahinter, das ist ihm relativ egal. Er schaut auf die Jukebox, welche fröhlich blinkt. Wahrscheinlich läuft jetzt gerade in the Ghetto. Alles wird ein bisschen ruhiger. Ja. Man hört hier hinten aber noch leise irgendwelche Raufereien und Schläge. Der Bernd hat schon... 4 Zombies weggematcht. Alleine, ohne Unterstützung, den Schrank dahin geschoben, alles kein Problem. Bernd ist coole Sau. Ist auch ein geiles Mini. Ja, den würde ich auf jeden Fall demnächst mal für die Kampagne spielen. Okay, aber noch sind die Zombies dran. Erste Zombie schlägt auf Bernd. Mit einer 6, du kriegst plus 1. Nein, der Zombie trifft. Stärke 5 gegen 7. Eine 2 gegen eine 6 passiert nichts. Zweiter Zombie mit einer 8 gegen eine 6 trifft. Stärke 5 gegen eine 7. Das wird zur 3, aber es ist ein Lebenspunktverlust. Nein, Moment. 5 gegen 7. Das sind 2 Unterschied. Das heißt, die 2 wird... Doch, ist doch richtig. Du hast Defense 7. Die 2 wird zur 4. Richtig. Das heißt, es ist ausgeglichen. Und im Fall von ausgeglichen passiert mir nichts für den Defender. Also nichts passiert. Das heißt, wir sind dran. Bernd. Ja. Na, eine Attacke nur. Acht. Mit einer 8 gegen eine 8. Das reicht, weil du plus 1 hast. Hab, ja. Deine Stärke 7 ist ein Crit gegen eine 8. Reicht, ein Zombie ist weggehauen. Der macht die alle weg. So, möchtest du Fussi aktivieren? Ja, klar. Eine Aktion. Ja, läuft sie da runter, damit sie gleich chargen kann oder so, ne? Ja. Der King aktiviert. Nicht erfolgreich. Was meinst du? Müssen wir noch würfeln für die Jukebox oder ist er aufgewacht und versucht endlich mal den anderen zu helfen? Das ist der King. Ne, komm. Ungerade, er dancet sich noch ein. Er dancet nochmal. Ja, sicher. Es ist der King. Das Boah. Machen die schon. Aber die, ja, eben außerdem, so. Ich habe den Trock getötet. Das sicher. Ich muss mich jetzt gerade erstmal feiern. Ja. Geil. Okay, das heißt, Zombies am Zug. Ein Zombie. Ich habe 6. Die wird sogar zur 8 jetzt. Nichts. Okay, nichts. Ja, das heißt, wir sind dran. Machst du Bernd direkt, weil das kriegt er... Verfickte Scheiße, was ist da unten los? Ich kann auf der Kamera nichts mehr sehen. Ja. Der Trockkönig. Ne? Dieses Auge macht dann auch so ganz schlecht, wie man das so kennt. So. Ja, genau. Okay. Nee, das läuft noch weiter, weil die ist Akku betrieben. Warum soll die ja? Der ist ja kein Roboter. Ja, und deswegen sieht er nur in der Schräglage wie Elvis schon wieder. Man sieht immer nur die Schuhe so unten, so die Dance Moves, so ganz scheiße. Oh Gott. Ja, läuft. Also Bernd, eine Aktion. Eine 4 gegen eine 2, das ist reicht. Sogar eine 6 gegen eine 2, reicht. 7 ist eine 8 gegen Defense 7, eine 4. Bernd hat auch den letzten Zombie noch kaputt gehauen. Alter, ich hab die ganzen verfickten 7 Zombies weggematcht, Junge. Geil. Ja, und damit ist diese Etage clear. Ja. Man hört zwar noch Rockdowns Folter, aber es wird ruhig da oben, glaube ich. Das ist so ein Wimmern. Scheiße, was soll ich jetzt machen? So eine Mistkacke. So. Unsere Überlebenden checken zwar ganz kurz, was mit Sally ist. Sally ist zwar schwer verwundet, wird erstmal hier auf dieser Couch platziert. Da ist der King auch dabei, obwohl er von ihr einen in die Schnauze gekriegt hat. Sie wird erstmal hier auf der Couch platziert. Unsere Überlebenden bewegen sich, da sie keinen anderen Weg haben. Die Tür ist nämlich noch da. Das sieht geil aus. Hab ich noch gar nicht, kann man eigentlich noch mehr. Ja. Mega. Ja. Aber das ist Sally noch nicht. Vielleicht überlebt sie es ja.
Die Überlebenden treffen sich hier vorne. Den King haben sie überzeugt, da endlich mal aufzuhören mit dem Scheiß. Treffen sich hier vorne und betreten den einzigen, vielleicht Ausweg, vielleicht ist es eine Falle, man weiß es nicht. Betreten den letzten Aufgang und was sie dort erblicken, seht ihr gleich. So, ich bin noch mal hier am Labern und wir sind jetzt am Dachboden angekommen. Ich mache das Deckelchen mal weg. So nach 5 Stunden Hardcore-Gelaber und Action und Story. Oh. Ein bisschen durch hier, den Bro auch. Oh. Ja, also, wir sind jetzt hier oben und hier ist hier Dr. Hans Folter. Aber so viel lacht er eigentlich gar nicht, weil er hat einen ganz schönen dicken Köttel in der Buchse. Und ja, der Typ kann eigentlich nichts und das sehen die auch und wir sind total sauer, aber wir haben überlegt, wenn wir den jetzt killen, bringt das nichts und wir zwingen den jetzt quasi mit seinen ärztlichen Fachkenntnissen der Sally zu helfen. Und da haben wir gerade gedacht, beziehungsweise der Bro hat sich überlegt, wir gucken mal, was da passiert. Wollen wir das direkt mal machen? Ja, denn wir sind am Ende des Spiels und wir sind ja hier eigentlich in einem Szenario. Das heißt, so wie beim letzten Mal, wir müssen jetzt nichts mit Verwundungen, Dings und so. Aber wir finden diese Charaktere inzwischen so interessant, dass wir uns gedacht haben, also ich meine, die anderen haben ja auch überlebt. Für Sally werden wir jetzt mal, so wie es im Regelbuch nun mal steht, einen Wurf machen für Verwundungen oder ob die überlebt hat oder so. Da wir aber... Wo ist denn das Regelwerk? Das Regelwerk liegt da. Runter? Nein. Hier. Okay. Da wir nämlich Dr. Hans Folter im Gepäck haben, Sally liegt da noch. Das doch ein fähiger Arzt zu sein scheint, zumindest hat er irgendwas drauf und eine große Spritze, werden wir bei diesem Verwundungsroll einfach mal einen Bonus fürs Überleben quasi einräumen. So, dafür gucken wir jetzt mal hinten im Regelbuch und nehmen einfach aus dem Kampagnenteil, ne, nach dem Spiel, was dann alles so kommt, an Abhandlungen oder so, dann nehmen wir jetzt einfach mal die, ja, sind noch die Encounter, Kampagnen, End of Game, Survival Table. Das heißt, man muss ein W10 würfeln. Wenn wir jetzt sagen, es gibt auf jeden Fall plus 2, dann gibt es nicht das Ergebnis 1, das heißt, sie wird nicht sterben können, weil wir die Unterstützung haben. Und dann gucken wir einfach mal, was hier passiert. Ja, also nehmen wir ein W10. Ich überlege gerade, weil wenn sie nicht sterben kann, also schwer verwundet Maximum ist, oder soll man natürlicher 1 immer sie als sie kann auch nehmen? Sterben. Ja. Also, da habe ich schon eine Idee. Okay. Wie wär's, aber nee, ein Reroll, das macht, weißt du, wenn man sagt, durch Dr. Hans Folter können wir ein Reroll machen? Nein, wir machen er einfach ein W10. Sie, er liebt sie, er möchte sie nicht wir, sterben. Wir machen jetzt einfach ein W10. Ja. Und gucken mal. Und sollte sie überleben, dann können wir ja mal gucken, was Dr. Hans Folter da vielleicht so macht an Verbesserungen. Nehmen wir einen echten W10. Das ist ein... Na, wo ist er denn jetzt? Hier, nimm den dann einfach. Ist kein echter, aber... Okay. Tabelle 1 bis 10. Eine 8. 7 bis 9 ist Close Call. Das Modell hatte dieses Mal noch Glück und hat keinen Langzeiteffekt durch diesen Kampf. Dank Dr. Hans Folter. Genau. Weil der auch einen dicken Köttel in der Buchse hatte, weil sonst wenn hätten das die jetzt den, nicht geklappt hätte, Junge. Die hätten den komplett zermatscht. Das heißt, für Sally ist nochmal alles gut gegangen. Die erholt sich jetzt so ein bisschen. Alle sind nur, haben nur ein paar Kratzer, Junge, waren da nur ein paar Kratzer. Hier, er, der hat doch alles da weggetankt, kein Problem. Der King wird sich ein bisschen aufstylen, denn er hat da ja ein interessantes Cover gesehen, ein Plattencover. Das rippt er sich auch weg. Ja, der schleppt auch diese komplette... Der nimmt die ganze scheiß Jukebox mit. Der nimmt die Jukebox mit, ja. Ja. Auch noch mit dem Bernd, kannst du mal so, Bernd so, müsste eigentlich Latte, nimmt er das scheiß Ding halt weg, mit. Für sie ist glücklich, dass er wieder frei ist. Genau. Und deshalb sagen wir mal, sind wir raus. Genau, wir sind am Ende hier. Spiel war jetzt auch lang genug. Und ja, für so eine spontane, coole Kampagne habe ich wieder voll Spaß gehabt. Ja.
auf jeden Fall. Das hat sich so geil entwickelt jetzt hier auch. Ja. Mega. Ja, vor allen Dingen sind ja immer neue Sachen dazu gekommen, die wir eigentlich gar nicht vorhatten irgendwie. Aber das entwickelt sich so beim Spielen. Im Spiel, genau. Ne? Da geht irgendwie was, man kommt dann auch nochmal auf so Ideen. Und da eben auch wieder das mit dem Gelände. Du siehst dann teilweise die Räume, denkst, Alter, weißt du was? Und dann weißt du genau, was du machst. Genau. Also, mega. Dann kriegt ein Spind auch eine Funktion. Ja, richtig. Den und haben wir da hingestellt und dann auf einmal... Und die Jukebox. Ja. Die hat jetzt irgendwie 4 oder 3 Runden mindestens... Ne, 4 Runden den Trock aufgehalten mit irgendeiner Scheiße. 3 Runden den, irgendwie den King. Geil, sowas. Wenn man drauf Bock hat. Ne? Also, das ist mega. Ja. Alles klar. Wir sind raus. Tschö. Wo ist das heiß hier? Und keiner von vorbei und kauft mir meine Scheiße ab. Schon seit 2 Jahren. Ey, du alten Spacko, stehst ja immer noch hier. Na, okay, danke für den Tipp, wir sind jetzt hier mal weg, ne? Oh, coole Sachen hier, was geht denn hier ab bei dir, Junge? Was sind wir, komischer Typ? Guck mal hier, ich hab hier so einen leuchtenden Kasten, da kommt immer so Musik raus, mega geil hier. Willst du kaufen? Ne, verkaufe ich nicht, weil das ist mega. Hey, du hast gesagt, ich kenne dich doch. Ich habe dich doch schon mal gesehen. Vor 2 Jahren. Da war es noch nicht so heiß. Am Schrottplatz. Was machst du denn hier? Wegen euch Spackus muss ich hier auswandern. Ja, keine Ahnung. Hier bin gekippt worden. Und fuck, mir fällt gerade nichts ein. Deswegen verpiss ich mich jetzt hier. Tschüss.